Der Autotest Schwaben, eines der beliebtesten italienischen Auto, wenn nicht das beliebteste, der Fiat Panda. Wir haben hier die zweite Generation gebaut von 2003 bis ins Jahr 2012. Die erste Generation kennen wir alle, die tolle Kiste, gebaut ab 1980. Dann haben die Italiener dieses Modell kreiert, ein paar Jahre später, und haben sich gesagt, wir machen nochmal eine tolle Kiste, etwas höher, etwas solider, mit mehr Qualität und einem besseren Rostschutz. Und prompt wurde der Italiener deutlich besser. Ab 2003 wurde dieses Modell angeboten, bis 2012 gebaut. Ja, Innenraum, da regiert Hartplastik, wohin das Auge schaut. Die Verarbeitung insgesamt ist, naja, von Fiat eher mäßig, vom Fiat eigentlich relativ ordentlich. Der Fiat zeigt auch in Sachen TÜV-Report deutlich bessere Ergebnisse als zum Beispiel ein Fiat Punto oder der Fiat 500er. Allerdings hat er auch eher deutliche Schwächen. Hauptschwäche ist die Abgasanlage sowie die Hinterachse. Rost kommt natürlich auch vor. Wir haben hier ein Fahrzeug aus dem Jahr 2006, der hier schon deutliche Rostspuren an der Hinterachse zeigt. Auch Ölverlust sind so die Probleme des Fiat Pandas. Insgesamt gibt es den Panda ja mit mehreren Motoren, auch ein Dieselmotor gibt es. Es gibt Benziner mit 45 PS, 60 PS. Es gibt sogar eine Erdgasversion. Wir haben hier einen Benziner. Ja, der Fiat Panda hier mit diesen charakteristischen Dachgriff, Ständer, wo man so Fahrradständer auch befestigen kann, ist natürlich sicherlich ein schönes Auto. Hier haben wir auch eine sehr schöne Farbe, Babyblau metallisch, oder ja, es ist so ein helles Blau, sehr schön sieht es aus. Das Fahrzeug hat zudem noch ein Glasdach, was die Sache noch interessanter macht. Ja, Platz hatte man in dieser tollen Kiste mehr als reichlich. Aber es gab auch häufig große Probleme. Zu den Stärken des Fiat Panda der zweiten Generation, gebaut von 2003 bis 2012. Die Top-Qualität, er bietet natürlich ein Top-Platzangebot, er bietet ja günstigen Unterhalt insgesamt, ein richtiges kleines Stadtwägelchen mit viel Platz. Zu den Schwächen, früh verschlissene Stoßdämpfer, Abgasanlage gehört zu den großen Schwächen des Fiat Panda. Dann einfache, billige Innenraummaterialien, schlechte Qualität, rostende Bremsleitungen sowie Schnittkantenrost am Unterboden, Ölverlust, Motorgetriebe, früh verschlissene Bremsen. Ja, der Fiat Panda bekommt von uns nur 2,5 von 5 Sternen und ein eher wenig empfehlenswert.